Mir geht's gut. Es hat alles so einigermaßen funktioniert. Und wir sind jetzt gerade hier in einer wunderschönen Bar der Seligmacherei. Ich finde, es könnte keinen passenderen Namen geben, um so eine Veranstaltung abzuschließen. Also wenn ich wirklich träumen könnte, dann wäre das mehr Freiraum für die individuellen Fähigkeiten von Pfarrerinnen und Pfarrern. Was sind eigentlich unsere besonderen Begabungen? Worauf haben wir richtig Bock? Wir sind in unserem Alltag doch ziemlich stark eingebunden in die Dinge, die immer schon so waren und die unbedingt gemacht werden müssen. Und so Sachen wie heute zu planen, braucht natürlich einfach ein bisschen Freiraum, auch für die digitale Kirche. Gerade in der Zeit, wo viele einem weismachen wollen, es geht alles abwärts, es wird alles schlechter. Ich glaube, dass Angst fürs Leben einfach ein schlechter Ratgeber ist, dass man aus Angst ganz schlecht Zukunft gestalten kann. Und da haben wir als Christinnen und Christen die entscheidende Botschaft dagegen zu setzen. Und das ist eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft. Aus der heraus Ideen zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln, aus der Hoffnung heraus leben, das ist eigentlich unsere Aufgabe.